So, Leute. Dabei sind wir jetzt beim nächsten Booster. Ihr seht es oben schon. Ich bin hyped. Conspiracy. Conspiracy war ein wahnsinnig geiles Set. Wahnsinnig geil. Ich weiß gar nicht, wann kam das denn raus? 2014. 2014 war eine großartige Zeit. Lässt sich super leicht hier alles zerstören. Und gucken wir uns doch mal an, was wir haben. Conspiracy war ein Draft-Set. Das heißt, es ging ums Draften. Wir werden hinten eine Karte haben, die fürs Draften bestimmt ist. Was großartig. Ich mag Sets, die fürs Draften sind. Wir haben den Grixis Illusionist. By the way, die Karten sind tatsächlich gekürt. What the fuck? Grixis Illusionist, einmal eine 1-1, ein Land wird zu einem Standardlandtyp unserer Wahl. Okay. Was? Custodui Squire. 5 Mana 3-3 fliegend mit Will of the Council. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, sucht sich jeder Spieler eine Sache aus. Und zwar Artefakt, Kreatur oder Enchantment. Und also in eurem Friedhof. Und das, was den meisten Votes bekommen hat, das bringt man dann ins Spiel. Das war super politisch, dieses Set. Das war richtig politisch. Es gibt ganz viel mit Votes und mit ja, alle dürfen stimmen, was passiert. Es war sehr, sehr krass. Zwei meiner Kreaturen, die eure Gegner kontrollieren, kriegen minus 2, minus 0 bis zum Ende des Zuges. Flowstone Blade, das sieht komisch aus. Ein Mana, eine verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt für ein rotes Mana plus 1, minus 1. Okay. Enraged Revolutionary. 3 Mana 2-1 mit Dethrone. Stimmt, hier kam Dethrone. Wenn ihr angreift, und zwar den Spieler mit den meisten Leben oder die gleich die meisten Leben haben, kriegt ihr eine plus 1 zu 1 Marke. Dauerhaft also. Ist richtig strong. Garnelled Pack. 2 Mana 2-2 mit Multikicker. Und der kommt mit so vielen plus 1 zu 1 Marken ins Spiel, wie oft der gekickert wurde. Necromantic Thirst. 4 Mana, man verzaubert eine Kreatur. Wenn der verzauberten Kreatur Schaden zugefügt wird, anders. Wenn die verzauberte Kreatur Schaden zufügt, könnt ihr eine Kreaturenkarte aus eurem Friedhof zugefügt annehmen. Super, super cool. Copper Horn Scout. Meiner Meinung nach einer der Elfen, der total unterschätzt wird. Einmal 1-1, wenn er angreift, dann haben wir alle Kreaturen. Star Sistel. Oh mein Gott, da werden Erinnerungen wach. 5 Mana Verzauberung. Man verzaubert eine ungetappte Kreatur. Beziehungsweise man verzaubert einfach irgendeine Kreatur und die enttappt nicht. So ist es richtig. Und für 4 Mana kann man die umrüsten auf eine Kreatur. Hammer, Hammer. Dragon Slip. Ein schwarzes Mana 1-1 mit Morbid. Wenn irgendwas diese Runde auf dem Friedhof gegangen ist, passiert Morbid. Und dann kann man minus 13, minus 13 machen. Richtig krass. Volcanic Fallout, Pack Fresh, nice. 3 Mana kann nicht gecountert werden und jeder Spieler und jede Kreatur kriegen 2 Damage. Spontaneous Combustion. Ein rotes und schwarzes und farbloses. Als zusätzliche Kosten opfert man eine Kreatur. Sie fügt 3 Schaden an jeder Kreatur zu. Ja, ist ja nicht schlimm, man opfert da eine Kreatur, die eh drauf gehen würde. Als Instant. Echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Unsere letzte Ankam. Peace Strider. 4 Mana 3-3. Wenn sie ins Spiel verkommt, kriegen wir 3 Leben. Und unser Rare ist Rout. 5 Mana, man zerstört alle Kreaturen, sie können nicht regeneriert werden. Und für 2 Mana, die ihr mehr bezahlt, um die Karte zu casten, könnt ihr als Instant bezahlen. Also für 7 Mana könnt ihr es als Instant haben. Richtig coole Commander-Karte. Dann haben wir Whisperer Gear Sneak. 1 Mana 1-1. Wenn man den draftet, draftet man den offen. Und das ist... wir haben das Ding gehasst. Weil man kann den auch, also man draft den offen, damit jeder weiß, man hat. Man kann jederzeit, kann man den verdeckt drehen und kann dann ein ungeöffnetes Booster, was im Draft ist, sich nehmen und das Ding angucken. Das heißt, man öffnet für jemand anderen das Booster. Das war Todsünde für uns. Und die Leute wurden gehasst, wenn sie es gemacht haben. Und dann haben wir noch ein Spirit Token. Und ja. Das war Conspiracy. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheet. Ciao, ciao.